Im Lehr- und Forschungszentrum Electronics and Drives, kurz E&D der Hochschule Reutlingen, wird die Zukunft gestaltet. Hier werden von Professoren gemeinsam mit Studierenden innovative Technologien entwickelt. Das wollte sich der grüne Landtagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Reutlingen, Thomas Poreski, näher ansehen und hat deshalb das E&D am Mittwoch besucht. Bei seinem Besuch im Lehr- und Forschungszentrum Electronics and Drives der Hochschule Reutlingen bekam der Reutlinger Landtagsabgeordnete Thomas Poreski nicht nur etwas zu sehen, sondern auch zu hören. Worum es hierbei geht, erklärt Professor Eckhard Hennig. Also wir forschen an dem Thema Leistungselektronik auf der Basis von modernen Halbleitertechnologien, insbesondere Galliumnitrid. Und das sind Leistungselektroniken, die sehr, sehr effizient schalten können. Und in diesem speziellen Projekt geht es darum, diese Leistungselektroniken zu demonstrieren an einem Audioverstärker. Und zwar deswegen, da hört man, wie die Leistung rauskommt. Und aus solch einem ungewöhnlich kleinen Verstärker kommt sehr viel Leistung raus. An diesem haben Professoren gemeinsam mit Studierenden des Masterstudiengangs Leistungs- und Mikroelektronik gearbeitet. Ein Studiengang, der für die Zukunft aufgestellt ist, meint Poreski. Ich bin hier, weil ich mir diese wirklich beeindruckende Entwicklung anschauen wollte, was den Studiengang angeht, was dann aber auch der Beitrag zum technischen Fortschritt angeht. Ich glaube, dass hier wirklich beispielhaft gezeigt wird, wie Fachkräfte, die wir künftig brauchen, im Bereich der Mikroelektronik, beispielsweise für die Transformation der Automobilindustrie, ausgebildet werden, in welcher Qualität es geschieht. Und laut Professor Jürgen Scheible herrscht hier ein hohes Ausbildungsniveau. Außerdem gibt es solch einen Studiengang relativ selten in der Hochschullandschaft. Und aus diesem Grund finden uns tatsächlich Studierende aus ganz Deutschland, die speziell diese Ausbildung suchen. Die kommen mittlerweile verstärkt und häufig auch bereits aus dem Beruf. Das heißt, die arbeiten schon als Ingenieure, sehen, dass sie diese Kenntnisse noch brauchen und können das dann bei uns in individueller Teilzeit sogar studieren. So könnten Fachkräfte flexibel für die Transformation der Automobilindustrie ausgebildet werden, so der Landtagsabgeordnete. Hier wird nämlich auch an Motorsteuergeräten gearbeitet, die effizienter sind als die bisherigen. Professor Gernot Scholerus erklärt uns das anhand eines einfachen Beispiels. Stellen Sie sich vor, Sie wollen einen Stuhl bewegen und die aktuelle Methode, das zu tun mit den alten Leistungselektroniken, die man auch jetzt verwendet, Sie geben dem Stuhl ständig Tritte. Und dadurch bewegt er sich natürlich, aber er kriegt, wie gesagt, laufend Tritte. Und Sie wissen selber, das tut Ihnen weh, das tut dem Stuhl nicht gut. Und genauso ist es mit der aktuellen Elektronik. Das belastet die Elektronik, diese Spannungstritte, die Sie dort haben, und es belastet auch den Motor. Und wir machen das jetzt anders. Wir bauen unsere Elektronik so um, dass man sozusagen den Stuhl nehmen kann, bildlich gesprochen, und schiebt ihn einfach dahin, wo man ihn haben möchte. Und das macht unsere Leistungselektronik mit dem Motor dann auch. Sie formen die Spannung so, dass es keine Tritte für den Motor seien, sondern ein kontinuierlicher Wert, so Scholerus weiter. Und das führe zu einer höheren Effizienz. Außerdem sind die Bauelemente sehr klein. Zwei wichtige Punkte für die Zukunft, meint Poreski. Ich finde in allen Bereichen sehr bemerkenswert, mit welcher Effizienzsteigerung bei elektrischen Antrieben hier gearbeitet wird. Also wenn die Energiewende gelingen soll, wenn wir künftig eben ein sehr stark elektrifiziertes Land sein wollen, dann macht es einen riesen Unterschied, wie groß die Leistungsverluste sind zum Beispiel, wie groß auch die Bauteile sind, mit welchen Ressourceneinsätzen das passiert. Und hier findet in allen Bereichen eine Optimierung statt. Nach seinem Besuch zeigte sich Poreski beeindruckt von den Forschungsprojekten. Solch eine spezielle Kompetenz habe er bisher noch an keiner Stelle gesehen, resümiert der Landtagsabgeordnete abschließend.